Hallo und einen schönen guten Morgen aus Brightchester. Wie ihr seht, die Sonne geht gerade aus. Wir haben Freitag, den ersten Prüfungstag unserer Studenten. Ich glaube, aus Lira, die war ja einen Tag später dran, haben heute alle Prüfungen. Die sind schon, ich habe die ja, wie ihr gesehen habt, gestern früh ins Bett gebracht. Die sind jetzt also auch schon aufgestanden. Hier scheint die Sonne her und jetzt guckt mal. Nee, das ist die falsche Seite. Die falsche Seite. Wir müssen außerdem runter. Und gucken, was ich gesehen habe. Was die beiden machen. Die machen Musik. Ach, geh doch runter da so. Jetzt. Wand hoch. Ja. In Unterhose oder im Pyjama, wie man es auch nimmt. Aber sie spielen. Ich schalte jetzt mal ein, damit ihr auch was davon hört. Ich weiß nicht, ob die zusammen spielen. Die spielen halt zufälligerweise hier nebeneinander. Klingt etwas unterschiedlich, aber egal, ich find's cool. Die spielen. Man kann ja Musik drüber legen und dann spielen sie zusammen. Damit sie sich ein bisschen entspannen können. Was machen die Mädels, die fast das gleiche Outfit haben heute? Lehrer ist noch am Lernen. Lara, wie sieht's aus? Wo musst du zur Prüfung? 5 Stunden? Okay, also das ist abgeschlossen. Du musst hier nur noch heute um 11 Uhr die Prüfung machen. Dann könntest du jetzt aber noch etwas für Einführung in die Kommunikation lernen. Komm. Hier muss hier noch die Prüfung machen. So, Luis, das ist in 5 Stunden und das ist in 7 Stunden. Dann wirst du hier bitte auch noch ein bisschen lernen. Wie guckst du denn? Er ist richtig happy, wenn er Musik machen kann. Also, guck trotzdem ein bisschen blöd, aber weißt du, was du vorher machst, Emil? Du musst hier ein bisschen deinen Status pflegen. Okay, Emil geht zum Kurs. Viel Erfolg, Emil. Das ist ein Lernprozess. Wer ist krank? Bist du krank? Okay, dann schnell noch etwas Medizin nehmen. Ihr flirtet jetzt nicht zusammen. Und du bist jetzt auch schon wieder diese Streifen. Du bist die ständig an. So. Krimbo. Du bist nicht krank, oder? Ah, so. Okay, er wird sich übergeben. Oh, die sind nervös. Die sind nervös. Oh, jetzt geht's ihnen wieder gut. Sie lenken sich ab. Was auch völlig okay ist. Kuckuck gehört gebadet, aber. Und jetzt geht das leider nicht. So, und jetzt sind wir wieder so weit, dass es bei allen geht, außer Lira, oder? Dann schauen wir mal. Okay, hier können wir echt nur warten. Ich gucke jetzt mal woanders hin. Ich will das gar nicht schieben. Okay, doch, sie ist jetzt auch hingegangen. Jetzt sind alle unsere Studenten bei einer Prüfung. Drücken wir ihnen doch die Daumen, dass sie es halten. So, sie kommen nach Hause. Sie kommen nach Hause. Jetzt wird spannend. Nee, 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 nichts mit Baby. Schauen wir mal. So. Tatjana ruft an. Wir haben uns kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Tatjana, ihr habt jetzt 3 Kinder. 2 sind noch Babys. Also ich denke, nein, das ist keine gute Idee. Herr Strickt,
Die Sanders, wenn sie sich entspannen, stricken. Ei, ihr seid schon eine seltene Generation, aber voll süß. Hat euch eure Mama geil gebracht, gell? Die hat immer mit euch entspannt im Kreis gestrickt. Dann lassen wir ihn mal ein bisschen. Was süßer! Wollt ihr was trinken gehen oder so? Weil Louis muss jetzt erst noch seinen Kurs machen. Lara ist ein bisschen benommen, weil... Wer bin ich? Oh, Fußball auf den Kopf gefallen. Oh je. So, Endnoten. Endlich. Louis. Schreib Erwartungen 1 plus. Stolz mit Präpositionen 1 plus. Ständchen an der Geige 1 plus. Tja, so ist er, unser Louis. Ein kleiner Streber. Und auch Emil, Malerei, obwohl wir hier einen Kurs versammelt haben, 1 plus, digitales Malen, 1 plus und endlose Gitarrenriffs, 1 plus. So, Einführung in die Kommunikation, 1 plus, meditieren, 1 plus, ja, und das war das, wo sie geschummelt hat. Das ist also... Dann eine 3 geworden, ist doch auch nicht schlecht. Möchtest du dich für ein weiteres Semester einschreiben? Wir müssten das also nicht gleich machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wir machen es jetzt. Ist egal. So. Wir machen jetzt 4 Kurse, weil ich will hier vorankommen. Okay, dann kann man keinen Wahlkurs machen. Ich möchte das aber, ich möchte, dass die ein paar schöne Sachen auch noch machen können, so mit Musik, Ständchen an der Geige, das hatten wir schon. Geheimnissige Gitarre, so. Das passt alles. Nehmen wir auch so. Jawohl, Emil will sich auch einschreiben. Dann nehmen wir jetzt auch 3 und einen Kurs. Ich glaube, Texte schreiben braucht man als Musiker auch. Das ist doch ganz gut. Jep, so, zu Hause fertig. Und auch Lara wird sich mit ihrer Kommunikation einschreiben mit 3 Kursen. Und sie darf sich noch was Schönes aussuchen. Orgel im Zirkuszelt, die Auftritte. Das klingt doch super. Warum war das bei Louis nicht dabei? Die andere Uni, gell? So, fertig. Gut, bei Lehrer müssen wir leider noch warten. Und jetzt gibt es Feuerwerk. Wow, schaut doch mal, schön Brightchester ist in so schönen Farben. Weil es so ein schöner Tag. Was aber auch gut ist, also Lira hat jetzt auch frei. Habe ich das richtig verstanden? Abgeschlossen, abgeschlossen. Halte eine Präsentation, das hat sie gemacht. Und das ist auch alles fertig. Dann lassen wir das jetzt mal so. Und dann stürzen wir uns jetzt mal ein bisschen ins Studentenleben. Outdoor Cinema und Kaffee, das nehmen wir so schön mit. So, schauen wir mal, was hier los ist. Aha, es ist aber etwas finsterer geworden. Die haben Hunger. Kann man hier essen? Kann man hier essen? So, da gibt es doch etwas. Du kannst hier zusammen kochen. Kann man hier essen? Eine Küche. Ach, das ist ja langweilig. Was ist hier? Verkäufer einstellen. Verkäufer einstellen. Dann zusammensetzen und versuchen. So. Ah, das ist Feuerwerk. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hallo Mond. Oh, Jesus. Ja, dann lassen wir die jetzt ein bisschen hier. So, wir sind jetzt hier in die Magnolia-Promenade gefahren. Da regnet es zwar,
Aber da gibt es ein hübsches London Café. Das habe ich mal gefunden. Ich war noch nie drinnen, aber es sieht zumindest wirklich toll aus. Ich hoffe mal, es haben hier wirklich. Hier arbeitet jetzt auch wirklich wer. Natürlich Ben ist da. Und Lisa ist da. Guck mal. Mit ihrem Bäuchlein. Oma Laus arbeitet hier. Sehr interessant. So, jetzt schauen wir mal. Lira ist müde. Die macht hier mal ein kleines Kraftnickerchen. Ah, Lara. Lira ist auch müde. Haben wir noch eins? Macht hier auch ein kleines Kraftnickerchen. Louis geht's eigentlich ganz gut. Oh, hier gibt es sogar ein Bett. Dann mach mal Musik. Einschalten. Mach doch mal ein bisschen romantische Musik. Wo ist denn dieses S? Schmusebop. Und oh, ein Sohn von Dina ist hier. Oh, ist war. So, der Simon Matthias Blaysohn ist jetzt umgefallen wegen E-Mail. So ein großer Star ist er doch noch gar nicht. Du kannst ihm ein Autogramm geben und fröhlich vorstellen. Oh, yep. Ach du Schande, die Alte ist da. Ben, geh ja an mir Angie? vorbei. A second A. You're ill. Die wollen wir auch gar nicht sehen. Oh, da haben wir den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Denn Thomas abweichend. Bleib doch da. Wem guckst du denn da auf den Allerwertesten unserer Lehrer? Das geht jetzt aber gar nicht. Aber natürlich geht das. Sie ist ja auch eine hübsche Welt. Oh. Ach ja, Emmy ist ja ein Vampir. Ich habe sie ja neu platziert. Nun ist sie wieder einer. Naja, solange sie uns nichts tut, ist das alles okay. Wieso habt ihr euch jetzt alle umgezogen? Okay. Tatjana ist da. Tatjana, diese Frau kannst du nicht zugeben. Das ist deine Schwiegermutter, die sich um einen Scheiß um dich kümmert. Yasinar Blinar? Mom? Guru! Oh, Sarvava! Oh, wir haben da gerade Happy Hour, glaube ich. Stell doch mal eine Runde Wasser für die. Hey, Dopke! Lisa Quib, Tam Pinker! Yib! Ja, wein nur, wein nur. Hast du verschmutzt? So, wir raten jetzt über erstes Semester und es ist auch eigentlich ganz gut gelaufen. Auch wenn der Lehrer nicht so wirklich viel Spaß dran hat. Es ist ein Winter, Emilia und
Wissa dips? Wissa dips are bomb. Ah, bomb joy. Gabia. Joe Baba Harveen. Parsa God for us. Shoot it, boy. Shoot it, boy. Jetzt schläft Emil bei Emil bei Lara. Sie haben keine romantische Beziehung. Die sind doch beste Freunde, also geht das. Sie schlafen nur, da ist nichts gelaufen. Ich schicke sie jetzt nur Rennspiel. Und Tatjana. Ach, schön. Alle Bam. Alle Kuppel. Und Louis gibt sich einen unter die Binde. Ich hoffe nicht zu viel, Louis. So, wir gehen jetzt alle nach Hause, ist schon spät. Ich glaube, das ist vernünftiger. Ja, es ist auch nicht so optimal gelaufen, dieser Ausflug. Aber wir haben jetzt dann noch den freien Sonntag. Da gucken wir mal, dass wir vielleicht schon etwas vorbereitet lernen, aber vor allem mal irgendwas unternehmen in Brightchester. Ich weiß nicht, was hier noch alles gibt, aber wird schon was geben. Auf alle Fälle ein erfolgreich abgeschlossenes Semester für drei der Semester, drei der Studenten. Mira, einen Tag Verspätung gehabt, die wird erst am Montag drankommen. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und Liebe. Ciao, ciao, Papa, die Christa. Dreams are right there far away. I don't care if it's dark. If you're together, we select someday. Beautiful drama, since it's all I go on. If the train just break down, we can't keep on. Ooh, yeah. 24-7, if I was this one day, I'm just drunk and cruising around the world.